Hallo und herzlich willkommen zurück zu Paper Mario, die Legende von Yonatan. Letzter Part sind wir in die Piratenhöhle gekommen. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag. Kerdum, Kerdum. Aber warum? Kehr nicht um. So, gehen mal tiefer in die Höhle und schauen, was kommt. Also, was passiert. Hat das eine Signe? Und der Schiff eigentlich runter? Ernsthaft. Ich hätte gerne jetzt. Ja, dann scheiße ich auf den Signal. So, da ist. Da, dafür brauche ich Barbara, ne? Ach, ich muss ja auch Viereck drücken, ne? Sichert. Okay. Soll ich mal sie gleich kalten, falls nach seiner Passage kommt, oder? Ich weiß also nicht, was es kommt, was mich erwartet. Wow. Au. Du Arsch. Wow, ein Sternpunkt. Ich kann ihnen da nichts zufügen, ne? Da brauche ich den Powerhauer, ne? Denke ich mal. Macht der Powerpanzer denn was? Nein. Ich habe mir gedacht. Das trifft alle. Ich mag mal die Kanone besiegen. Ja, das bringt sicher nichts. Donnerzorn. Vielleicht. Okay. War eine Möglichkeit zumindest. Hä? What the fuck? Ja, die geben ja keine richtigen Sternenpunkte. Warte, kommen jetzt noch welche? Nein. Hä? Wie soll ich da jetzt rüberkommen? Josche? Ups. Hä? Komm da nicht rüber. Was muss ich denn machen? Kann ich da nicht selber so irgendwie... Ah, jetzt habe ich es. Das ist scheiße. Das ist deine Kurbel. Du bist eine fette Bombe. Das ist ein Speicherpunkt. Okay, da brauche ich einen Schlüssel. Tu mal das speichern. Ah, ich weiß schon, was ich da krieg. Für eine Attacke. Hä? Da komme ich nicht drauf. Wie komme ich jetzt weiter, wenn ich fragen darf? Ups. Hä? Kommt der ja nicht drauf? Schlüssel habe ich noch keinen. Hast du einen Schlüssel?
Wahnsinn ist das mit den Geistern. Ja, irgendwer muss ja irgendwas haben. Nein, der Geist nicht. Hä? Ja, wie geht's denn weiter? Hast du irgendwas? Also, den muss ich erst umdrehen, ne? Hoffentlich geht's nicht daneben. Er geht daneben. So dumm. Ja, ich muss ein Maxi-Beam machen. Ich könnte zwar ein Dings machen, ne? Normale Sprünge. Aber mag ich jetzt gerade nicht. Ach man. Doof. 5 und tot. Hey, der hat auch keinen Schlüssel. Hey, wie geht's jetzt weiter? Ich weiß jetzt nicht, wie es weitergeht. Dafür brauche ich einen Schlüssel, den was ich nicht habe. Ja, was ist mit der großen Bombe da zum Beispiel? Hast du einen Schlüssel oder so? Jetzt sind wir stark. Ah, ich kann Wirbelschlag machen. Wenigstens kriege ich volle Leben. Das falls explodieren, dass nicht so viel passieren kann. Was? Verteidigen? Hoch 3? Das kann ich hier nichts machen. Das kann ich hier nur ein Beben machen und schauen, was passiert. So blöd. Kurz Konzentration, ne? Ich habe A gedrückt. Seiner ist es tot. Ja, natürlich macht das nichts. What the fuck? Ich sollte vielleicht den Sternenfit machen für. Dann machen wir Maxi-Beam, auf den ist egal. Ist egal. Also ich hab drückt, aber egal. Ist er tot? Ja. Hä?
Und jetzt? Der hat doch gar keine Kurbel. Ja, und wie komme ich jetzt weiter? Ups. Was habe ich denn übersehen? Ich muss wirklich umkehren, weil ich nicht mal weiß, was ich jetzt machen muss. Ich kann da nicht einmal was machen. Ich hätte mir gedacht, vielleicht komme ich da durch. Ah, da unten ist die Kurbel auf dem Schiff. Ja, wenn man die nicht sieht. Ach man. Ja, trag du. Aber wie komme ich auf das Schiff? Mit Yoshi? Ups. Wie komme ich auf das Schiff? Hey, komme ich auf das Schiff? What the fuck? Wie soll denn das funktionieren? Warte, da ist ein Weg. Ist auf der anderen Seite ein Weg, den was ich übersehen habe? Was muss ich jetzt machen? Ja, ich weiß, welches Upgrade ich brauche, aber das habe ich ja noch nicht. Habe ich irgendwas übersehen? Ich muss mal schauen, was ich übersehen habe. Wir sehen uns dann, wenn ich weiß, was ich übersehen habe, irgendwo. Ich habe herausgefunden, wie es geht. Mit Bartdampf. So blöd muss man mal sein. Kehrt um, weichet, kehrt um, geht nicht weiter, seid verloren. Okay, ich geh weiter. Wie man so blöd sein kann, ne? Also Marshmallow frage ich mich schon. Da ist ein Schlüssel. Wahrscheinlich brauche ich da auch die Zeit. Bombe. Ja. Höhlenschlüssel. Okay, da komme ich unten weiter, ne? Wenn sonst da nichts ist. Also dumm sein wie ich, ne? Ich mag jetzt gerade nicht kämpfen. Da hat da irgendwas Interessantes. Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber ich kann flüchten. Ins Wasser und so immer. Ich bin so dumm. Ich habe alles ausprobiert, also das, ne? Höhlenschlüssel.
Kann man so blöd sein wie ich? Ich glaube, da kann ich einfach drunter holen, ohne dass irgendwas passiert. Fast. Aber die Wellen sind cool. Ich bin schon wieder dagegen gefahren, ich bin so dumm. So. Gib ich das noch? Alter, ist das mein Ernst jetzt gerade? So. Achso, und ein Level ab. Ab bin ich aufs Spin gestiegen, ne? Ich muss alle Partner da verwenden, das ist einmal cool. Oh. So dumm. Das sind jetzt zwei so ernsthaft. Ernsthaft. Jetzt gerade, wo ich den Nebel nicht brauche. Ernsthaft. Das ist so dumm. Ja, war klar, dass ich das versah. So, jetzt einmal sterben und dann bringt sich hier selber um. Ich krieg ja da keine Sternpunkte mehr. Bringt eigentlich das, was ich habe, keine Ahnung. Hä? Das ist gemein. Darf ich auch einmal den besiegen? Hey, warum stirbt er nicht? Dann müsste er schon ein wenig Leben haben, oder nicht? Ernsthaft. Wenigstens habe ich jetzt wieder volle Sternenenergie.
Da habe ich doch das Level abgekriegt, hupsi. Doof muss man sagen. Ne? Geh weg. Ernsthaft. Ah, okay, jetzt kriege ich die Fähigkeit, sonst komme ich nicht weiter. Hallo, oh, Nanu. Auch in der Höhle gibt es Engel. Ich dachte schon, nie würde jemand kommen. Was, ich soll hier das Gerät ersparen und dich eigentlich verfluchen? Aber woher wusstest du das? Aber reg dich nicht auf, lass mich einfach in Ruhe meinen Text aufsagen. Ich war verdammt lang in dieser Kiste und es war ziemlich höher so ganz alleine. Also, du hast von mir schon drei andere Geister getroffen und du kennst das ganze Prozedere schon auswendig. Und was soll das? Du bist auch ein ziemlich kranker Typ, oder? Schon gut, verstanden. Dabei hätte ich mich so auf dein dummes Gesicht gefreut, wenn du die Truhe öffnest. Also gut, bring mir den Schlüssel. Also, im Moment habe ich Geister, die gleich erscheinen. Ach, sehr einfach fertig. Ja, viel Glück. Bring mich noch um, wenn es so weitergeht. Darf ich auch kämpfen? Das, ich bin glaube ich tot. Sehr schön, das Schlüssel hast du also und das öffnet jetzt die Tore. Also ich fange an, du kennst das ja schon. Also gut, haha, Donau. Du bist also auf meiner Liste angefangen, der Motor. Aber gut, oder also? Ich werde über dich einen schrecklichen Fluch verlegen, der Motor. Ich bin meine Tour geöffnet und jetzt erzählt er sei verflucht. Boah, du bist verflucht durch deine eigene Dummheit. Und wie war ich? Hat nicht wehgetan, oder? Boah, winde dich im Schmerz. XY, auf den entsprechenden Rampen wirst du so ein Papierboot. Welch köstlicher Fluch. Sei nix, also für üben, für Menschen ist es wichtig, immer Neues zu lernen. Jetzt ein Schiffhampel, so wie diese aufleuchten. So, und jetzt drücke Y und du wirst zum Papierboot. Wow, durch deine eigene Schuld, schrecklich, oder? In dieser abstoßenden Gestalt verwandelst du dich und kannst dich über Wasser bewegen. Alle werden dich für einen Freak halten, aber abgesehen davon bleibt alles wie es ist. Es ist ein eher harmloser Flug. Wie wir es dann haben werden, drücke nee, eine Schiffhampel wieder Y, probier es doch einmal. Na, das klappt doch.
Also verstanden, wie der Fluch funktioniert? Ja, klar. Also sie. Also so sie, dann. Danke und wie war ich? Hat gepasst. Komischer Kurz, aber irgendwie in Ordnung, oder? Na gut, dann würde ich sagen. Machen wir den Rest von dem beraten Ding im nächsten Part. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über jeden Daumen freuen. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis bald und ciao.